Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und heute soll es ein bisschen kürzeres Video werden, denn nicht wie die letzten Videos bin ich hier im Auktionshaus unterwegs und kaufe alles mögliche an Zeug, was sich natürlich dann ein bisschen streckt, einfach der Menge an Items geschuldet. Sondern heute geht es tatsächlich nur um ein Item, aber der Preis ist dennoch nicht wirklich viel geringer, beziehungsweise er ist sogar wesentlich höher. Und was geht es? Ihr seht schon, ich sitze auf einem relativ schicken Mount. Und zwar schimpft sich das Seelenfresser des entfesselten Gladiators. Und dafür muss man Folgendes machen. Man muss einfach auf eine Wertung im 3 gegen 3 Arena von 2-4 spielen und dann nochmal auf dieser Wertung 40 Games gewinnen. Wenn man das absolviert hat, dann gibt es einmal eine Heldentat. Wenn man das Gladiator-Achievement noch nicht hat, gibt es das auch noch dazu. Das hatte ich in dem Fall jetzt aber schon. Für mich gab es quasi jetzt nur die Heldentat plus halt dann dementsprechend das Mount. Man kann jede Season quasi ein Gladiator-Mount erspielen. Und das ändert sich von Season zu Season, beziehungsweise in einer Expansion sehen die Dinger natürlich immer relativ ähnlich aus, aber es ändern sich halt meistens, Blizzard, ne, ist da sehr kreativ, meistens die Farben oder halt so ein bisschen die Rüstungsgeschichten. Wobei hier ist, glaube ich, auch einfach nur diese Rüstung im Gegensatz zur ersten Season nicht mehr schwarz ist, sondern silber und die Augen sind blau anstatt rot. Genau, so viel dazu. Gut, was hat das Ganze jetzt gekostet, beziehungsweise was war die Ausgangslage? Ich habe erstmal so ein bisschen in der Arena geübt, weil Arena Boost ist leider nicht so wie ein Raid Boost, dass du da einfach reingehen kannst und 11k. Du musst da halt halbwegs Season spielen, das ist halt die Problematik. Also das ist halt leider nicht für jeden was, aber auf jeden Fall kann man das, wenn man ein bisschen übt, auch erreichen. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe ein bisschen Feral gespielt, so bis 1902k im Dreier. Halt random übers Tool. Und dann habe ich im Discord ein bisschen im WoW Market ein bisschen verglichen. Ne? Macht man ja so, um möglichst gute Preise zu kriegen. Die Geschichte ist, damals, sage ich jetzt in Anführungszeichen noch, ist jetzt noch gar nicht so lang her, aber ihr wisst ja, Boosting Communities hat ja Blizzard so ein bisschen zerschlagen. Habe ich auch noch bei einigen Boosting Communities angefragt, geguckt, wie sind die Preise. Und man kann damit so rechnen, die Preise lagen so zwischen 17 und 22 Millionen, wollten die Leute haben. Das ist aber immer so ein bisschen auch ratingabhängig. Ich war, glaube ich, am Ende so 1900 ein paar zerquetschte, was ich hatte. Ne? Und dann gab es da natürlich ein bisschen Abzüge. Wir müssen die Leute ein bisschen weniger mit einem spielen. Und dementsprechend wird das Ganze ein Ticken günstiger. Ich habe dann mit verschiedensten Leuten gesprochen gehabt. Und glücklicherweise, rückwirkend betrachtet, habe ich dann mit einem ein bisschen mehr geschrieben gehabt, der nicht von der Boosting-Community war, sondern der das halt, ja, keine Ahnung, der halt so seine eigene Truppe zusammen hat, ne, von ein paar Leuten. Und bei dem habe ich das dann tatsächlich gemacht, habe dann sogar den noch runterhandeln können, weil eine Boosting-Community, die hatte irgendwie so eine Rabattaktion, da gab es 10% Rabatt drauf auf alles, was die anbieten. Dann habe ich dem gesagt, hey, da kriege ich Rabatt, wie sieht's denn aus bei euch, ne? Und dann hat er so Zähneknirschen gemeint, ja, okay, ja. Er wollte sogar wissen, wer das angeboten hat anscheinend, ne? Wollte das nochmal nachprüfen und dann hat er gesagt, er kann das gleiche machen und ja. Habe ich gesagt, ja komm, der sieht zuverlässig aus, zumindest so wie man mit dem schreiben kann, mache ich das bei dem. Rückwirkend betrachtet, gute Entscheidung, weil ein, zwei Wochen später kam ja das mit diesen Boosting-Communities und viele haben dann ja den Betrieb eingestellt. Ich weiß auch nicht, ob die dann die Boost fertig gemacht haben oder wie das aussah. Bei dem hat das halt wunderbar geklappt, weil der halt nicht von der Community war, der hat halt seine eigene Truppe da gehabt. Ne? Gut, so viel dazu. Was habe ich dann quasi endgültig gezahlt? Ich bin dann auf 15,3 Millionen Gold, also 15 Millionen 300.000, ist ein Haufen Cash, aber ja, man muss halt auch die Zeit von den Leuten da ein bisschen berücksichtigen. Wie läuft so ein Boost ab? Erstmal sollte man sich halt selber ein bisschen reinspielen, dass man zumindest so ein bisschen Grundexperte, wie gesagt, bei mir war es so 1902k in etwa, was ich halt random im Tool über Dreier gespielt habe. Und dann ist es im Endeffekt so, dass man einfach mit zwei Leuten zusammenspielt und dann versucht halt mit denen das Rating hochzuballern. Die haben meistens dann auch schon selber ein bisschen höheres Rating. Man spielt dann auf einem höheren MMR, trifft dann zwar gegen bessere Gegner, aber bekommt dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Punkte, ne, und kann damit halt ein bisschen schneller hochsteigen. Wir hatten am Anfang ein bisschen eine komische Situation. Eigentlich wollte ich schon früher das Ganze machen. Gab aber so ein bisschen die Problematik dabei, dass
ja, ich dem Typen meinen Char gepostet hat, der meint so, ja, okay, alles klar, stellt Team zusammen, ne? Ich wollte ursprünglich, ich habe Feral gespielt, Katze, wollte ursprünglich Necrolot-Katze spielen mit Hunter zusammen und dementsprechend dann Jungle spielen, ne? So dieses Jungle, ja, normale Jungle-Team quasi. Das war dann eigentlich auch der Plan. Das Problem war, als mich das Team dann einladen wollte, ein paar Tage später, sind sie irgendwie drauf gekommen, ach Moment, ich bin ja Ali und nicht Horde. Und ich dachte mir so, Kollegen, ich habe da extra meinen Char gepostet. Gut, kann passieren. Dann mussten die nochmal umdisputieren. Dann meinte er, ja, er kennt noch einen Freund und der macht es auf Ali-Seite. Der muss aber dann noch einen Mate suchen. Und dann meinte der so, ja, der kennt noch wen, der jetzt aber nicht mehr so ganz aktiv war und der spielt jetzt wieder. Und ich dachte mir schon, oh, weia, das hört sich jetzt nach einem ganz guten Geschichte an. Aber ich dachte mir, komm, scheiß drauf, schaust das mal an, ne? Und dann waren es zwei Spanier, mit denen ich dann gespielt habe tatsächlich. Spanier oder Portugiesen, ich weiß es nicht. Die haben miteinander halt in ihrer Landessprache gesprochen und ich kann es ehrlich gesagt nicht auseinander erkennen. Aber die waren auf jeden Fall ganz nett. Mit denen habe ich dann ein bisschen mich reingespielt. Der Worry hat ich habe dann nicht mit einem Hunter, also wir haben nicht Jungle gespielt, sondern mit einem Worry und einem Hildred. Geht auch, da spielt man halt normalerweise Kyrian. Ich habe dann am Anfang halt mein Gear gehabt hier für Necrolord, was halt Crit ist und Kyrian brauchst du halt, nee, andersrum. Für Necro brauchst du Tempo und für Kyrian brauchst du Crit. So, hatte ich erstmal das falsche Gear und den falschen Spec. Dachte mir, okay, komm, wir probieren es jetzt so mal. Am Anfang haben wir uns ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan tatsächlich. Wir sind zwar schon hochgekommen, ich glaube so von 1900 auf 2.2 oder so sind wir hoch am ersten Tag. Das hat dann schon halbwegs funktioniert, aber das war schon ein bisschen schleppend. Also da haben wir schon einige Stunden gespielt tatsächlich. Und der Worry meinte, aber die meinten alle so, ja, gar kein Stress, alles easy, er muss sich jetzt auch einspielen, er hat sich jetzt länger nicht mehr gespielt gehabt und hin und her und das kriegen wir hin, ne. Und ja, hat eigentlich alles dann gut geklappt, ab dem Zeitpunkt, wo ich auf Kyrian gegangen bin, in der Kombi wesentlich stärker tatsächlich. Und ich muss jetzt sagen, es hat auch gebockt und ich habe auch einiges gelernt, muss ich sagen. Also, wenn ihr euch das vielleicht auch überlegt und öfter in der Arena unterwegs seid, man verbessert sich da auch durch, ne? Also, das ist halt auch so ein bisschen Coaching, die sagen dir dann halt auch so und so, also zumindest, wenn die es gut machen, ne? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, so und so, das könntest du besser machen, das könntest du hier machen, hin und her, ne? Und das war eigentlich eine coole Runde mit den beiden, die haben ihr Gold verdient und ja, dann haben wir das Rating hochgespielt. Dann einige Games auf dem Rating auch gespielt, waren glaube ich auf irgendwie 2,5 irgendwas und ein paar zerquetscht, ich muss mal gucken, genau, ob 2,5, 63 und dann hat der Kollege mit seinem Druid geswitcht auf den Priester, dann war mal ein bisschen lowes MMR, das wissen viele vielleicht auch nicht, du kannst, wenn du das Rating über 2,4 hast, aber trotzdem auf einem loweren MMR spielen, also gegen schlechtere Gegner und kriegst trotzdem deine Wins, ne? Der hat dann auf seinen Twink gelockt, der halt auch Gear hat, aber der war halt unterirdisches MMR und dann war es ein bisschen niedriger, war es ein bisschen entspanntere Games, genau. So viel zu dem Boost, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund wisst, falls ihr euch für sowas interessiert, einen Haufen Gold habt, die sind halt relativ teuer, ne? Ich kann halt nur empfehlen, versuchen möglichst hoch selber zu spielen im Dreier und dann das Ganze zu machen. Ich habe halt, wie gesagt, 2-3 Wochen vorher ein bisschen die Katze geübt, weil ich spiele halt sonst eigentlich nur Bär und dann jetzt so 1902k, was ich war, und dann das mit dem Boost gemacht. Ob ich das Ganze selber schaffen würde, einfach random übers Tool, da müsste ich wahrscheinlich Minimum eine komplette Season spielen und da ich viele andere Sachen in WoW machen will, will ich die Zeit dafür nicht opfern, aber dafür habe ich einen Haufen Gold, das ich mir passiv reinhole und habe das dann quasi über den Weg gemacht. Gut, das waren eigentlich so die Informationen, die ich euch geben konnte. Gesagt habe ich es, 15,3 waren es in dem Fall. Merkt, die Inflation zieht an, das Ganze wird ein bisschen teurer. Und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare zum Mount. Achso, kann ich jetzt euch nochmal hier ein bisschen genauer zeigen. So sieht das schicke Mount aus. Sieht echt ganz cool aus. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde das von der ersten Season cooler. Da habe ich es aber verpasst. Da bin ich schlichtweg mit meinem Collector-Stuff bis zum Ende der Season nicht fertig geworden. Und dann war die Season auf einmal zu Ende. Und ja, bereue ich so ein bisschen, aber so ist es. Ne? Nächste Season, mal gucken, vielleicht schaffe ich es, dass ich mal von Anfang an der Season spiele. Und ja, mal schauen, wie weit ich so hochkomme. Und dann werden wir mal gucken, ob wir es vielleicht so spielen können oder ob wir dann wieder den Boostweg gehen werden. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnten die Informationen ein bisschen weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.